Guck mal, wie der Hundesohn da liegt. Gar nichts juckt den. Das ist aber einfach ein YouTube-Video. Auf jeden Fall checken wir nach diesem Video den ersten Link in der Beschreibung, weil der Speak hier selbst hat euch auch noch was zu sagen. Guckt euch sein Video an. Der Django faked jetzt sogar noch E-Mails. Komm, mach ein Statement über mich. Nein, das Video reicht schon. Das Video sehe ich als dein Karriereende. Der Django ist einfach wieder in meine Falle gelaufen. Dann Lefrauk und ich haben mehr Kontakte in Stuttgart als du. Ermittlungsverfahren. Oh ja, ihr wart immer. Dieser der Django ist wie eine Maus. Du legst ihm einmal Käse hin, du springt einfach. Aber Sahib, ich bin Mausefalle, ich mach Dacke den hier. Limo Hemi hat bestimmt das letzte Video von Lejanko gesehen, wo er sich richtig gefreut hat, dass Biki einen Nippel an ein Mädchen geschickt hat. Guck Capri-Sonne, guck Fruchtiger-Werbung, guck alles. Du siehst Kinder mit Nippel, wo ist das Problem? Macht der Filme wegen einem Nippel? Oh, hallo, geh Schwimmbad, jeder hat Nippel da. Guck diese T-Shirts mir zu eng, du siehst meine Nippel hier durch. Ey, wenn ihr Nippelbilder von mir wollt, ich schick euch von Kopf bis Sipp, schick ich euch alles, macht euch ein Profil, nennt euch Barbara, Hannelore, 55 Jahre alt, ich werde euch direkt antworten, ich schick euch was ihr wollt, gar kein Problem. Wer den Sipp kriegt, der hat gewonnen. Ich kenne die ABK, ihr werdet euch jetzt alle Profile machen, wo ich richtig drauf abgehe. Dann schick ich euch von Nippel bis Sipp alles, was ihr wollt. Dann könnt ihr ein bisschen Pose spielen, kann jeder von euch Videos über mich machen, jeder kriegt seinen Hack. Fertig. So, gar kein Problem. Wir machen Video. Juckt mich gar nicht, Bruder. Natürlich ist ein bisschen peinlich, wenn meine Familie das rausbekommt. Dann sage ich, ach, das will ich gar nicht. Und so haben die alles gefaked und so. Ansonsten ich war einfach traurige Musik drunter. Dann habe ich wieder das Statement geredet. Nein, Spaß. Also, ABK Army, wenn ihr mit mir Puzzle spielen wollt, nennt euch, wie gesagt, Barbara, Renat. Motto, ich rede hier von mein Stolz, mein Ruf auf YouTube. Ah, fick diesen Ruf, ist doch Internet, ich will nur Geld haben. Lass mich in Ruhe. Mein Ruf, mein Image, mein Ruf. Junge, Ruf habe ich von meinen Professoren oder von Lehrern in der Schule, da ist mein Ruf wichtig. Aber hier auf YouTube, das ist Schwurz und Kameras, juckt mich nicht. Auf jeden Fall, meinen Plan habe ich wie folgt gemacht. Irgendwann, ich saß hier so nachts, wie ich schon seit 40 Jahren mache. Mach so für Uni, mein Kopf ganz woanders. Hier, ich schreib für Uni, dies, das. Auf einmal klingelt mein Handy, ich geh dran, Bekir. So, was geht ab? Er so, Bruder, ich hab grad ein Chaya geklärt, ein Tahamush, Bruder. Boah, miese Vibe, Bruder. Und weil ich es sogar geahnt habe, ich so zu dem, ey Junge, da ist doch jetzt eh gerade Beef mit Lejanko, dies und das. Da habe ich gesagt, pass auf dich auf, mach keine Scheiße. Hab ihm ein paar schöne Seiten genannt, damit der erstmal ein bisschen beschäftigt ist und keinen Flecher macht. Hab ich aufgelegt, mach ich so weiter für Uni. Wurde mir langweilig, hab ich den zurückgerufen, Mensch, ey Biggie. Schreib mal mit der weiter. Der so, hä, warum, du meinst doch gar nicht, nein, ich schreibe. Ich so, warte, schreib mit der weiter, wir nehmen das auf. Schau mal, das ist ein YouTuber oder so, das wird lachig, wenn wir das dann aufdecken und so. Weil ich wusste nämlich schon lange, dass YouTuber sowas machen. Die beauftragen Mädchen, damit die mit einem YouTuber schreiben, damit man irgendwie sagen kann, guck mal, wie der mit der geschrieben hat und so. Es gibt wirklich so Leute, die machen sowas. Sowas gibt schon lange in der YouTube-Szene. Auf jeden Fall hat er damit der geschrieben. Habe ich dem gesagt, schreib so, schreib das, so, 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 aber nimm alles auf. Bekir hat sein Stativ ausgepackt, sein ganzes Camping-Equipment, Rebessimus, alles aufgenommen, alles gefilmt. Das krasseste ist, dieses Mädchen wollte Bekir ficken, indem sie halt mit ihm so schreibt und dann schickt sie das alles an Lejanko weiter und dann fertig, ne? Danach habe ich zu Bekir gesagt, Bekir, jetzt reicht, jetzt schreib dem Mädchen, dass du alles aufgenommen hast und dass du das veröffentlichen wirst und so. Dann hat sie Panik geschoben, meinte sie, nein, nein, hat sie alles ausgepackt, hat sie gesagt, dass Lejanko ihr Geld geboten hat, damit sie das macht. Motto Spaß, dieser Junge verkauft sogar seine Bekanntschaften für Fame. Wenn du schon 1000 Euro für ein Mädchen bezahlst, damit sie einen Bekir geil macht, dann will ich gar nicht wissen, was du da anderen Leuten anbietest, damit jemanden angreifen. Lejanko meinte ja jetzt auch irgendwie, dass in seinem letzten Video die Dislikes gekauft wurden. Junge, der Einzige, der sich hier was kauft, bist du. Du kaufst dir irgendwelche kleinen 14-jährigen Mädchen, damit du die anschaffen schickst, damit die dir irgendwie klar machen, dass du ein Video über Wicked drehen kannst. Ich bin seit 9 Monaten mit meiner Freundin zusammen, so. Was willst du machen? Weiß deine Freundin, dass du hinter ihrem Rücken mit einer Chaya schreibst, der du 1000 Euro bezahlst? Da sehe ich, was du für ein Frauenbild hast, ja? Junge, Lejanko, was juckt dich, dass wie Wicked mit Weibern schreibt? Angenommen, das wäre jetzt echt, das wäre jetzt keine Falle gewesen. Was interessiert dich, dass wie der mit Weibern schreibt? Was hat das mit YouTube zu tun? Ich habe euch gesagt, diese YouTuber, wenn die sich nicht mehr zu helfen wissen, gehen die immer auf diese privaten Informationen ein. Er schreibt zu ihr einfach, hast mich horny gemacht. Ich wusste bis heute nicht, was dieses horny bedeutet, Leute, weil ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Horny, Vokabel aus der 7. Klasse. War mir klar, dass du das nicht weißt. Ich glaube, nach der 7. Klasse hast du in der Schule nicht mal aufgepasst. Deswegen bist du auch so verblödet. Horny, ich kenne mich damit nicht so aus, wie der das so sagt. Und ja, ich bin voll der Anständige. Ich habe noch nie sowas gesehen. Ah, du holst sie bestimmt abends einen runter auf Let's Big Snippet, Alter. Und jetzt, Leute, achtet mal bitte, was er ihr schickt. Ich würde dich auf dein Bett schuppen und deinen Bauch langsam küssen. Und du kleiner Peach, wer fängt so an, ne? Wenn ein Junge sogar zu mir sagt, schubst dich auf dein Bett, ich küsse deinen Bauch. Das ist doch geil. Ich mag das. Kommt zu mir, Bruder.
Geil, Bruder, komm her. Sexy, woo. Richtiger Poet, der Wicked, ja? Und jetzt, Leute, guck mal bitte, was er schreibt. Er schreibt, danach würde ich dein BH ausziehen und langsam mit der Zungenspitze deine Nippel berühren und lecken, bis sie steif werden. Bekir. Ist doch geil. Frag jede Frau, die sagt, das ist geil. Jetzt haben meine ganzen männlichen Zuschauer. Macht mal eure Nippel einmal so. Ist geil, Alter. Hör mal zu, in Zukunft, wenn du geil bist, ruf mich gar nicht an, weil der Arme, der war geil, der ruft mich an und sagt, Bruder, ich hab ein Chaya gekleidet, ich sagte, bah, ich bin zu... Warte. So, ich glaub, der war wirklich ein bisschen geil, dann hab ich den zum Lachen gebracht, hab dann alles kaputt gemacht, danach sein Zip so brat runter, Safi, und er war direkt im Detektivmodus, Hyäne, wurde wirklich wieder zum YouTuber, der wird wieder schwuchtet. Vor allem das Krasseste an dieser Sache ist, Leute, wie heftig Lejanko das Mädchen unterdrückt. Klar war das Mädchen am Anfang dumm, dass sie das gemacht hat, aber sie hat irgendwo nochmal nachgedacht und wollte es dann doch nicht, hat ihm rechtzeitig Bescheid gesagt, nicht nachdem das Video erst online war, so wie es ja manche Freunde von Lejanko machen. Und was macht er? Er haut trotzdem aus. Und hat das Mädchen danach sogar blockiert. Und zum Thema, dass du ihren Namen zensieren wirst. In der 7. Minute deines Videos sieht man den Namen des Mädchens, weil jemand ihn in den Chat geschrieben hat. Vielleicht sollst du nach meinem Video ihren Namen auch mal zensieren, so wie ich es hier gemacht habe. Obwohl, warte, die ABK-Army ist viel schneller, als du zensieren kannst. Leute, das ist so wie, als hätte ich Geburtstag, als hätte ich geheiratet. Als hätte der Hochzeit Geburtstag. Gehst du zu deiner Hochzeit mit Trainingsanzug? Ja, sehe ich ja, was du von deiner Frau hältst. Als wäre es Silvester, Weihnachten und als hätte ich ein Kind bekommen, so alles in einem. Das heißt, er selber kann wahrscheinlich schwanger werden. Oder der meint, glaube ich, wenn er ein Kind bekommt, wird er trotzdem vor die Kamera gehen und weiter in YouTube-Videos drehen. Geh dich mal um dein Kind kümmern, damit er nicht so dumm wird wie du, Alter. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema mit diesem Snapchat-Faken. Ich habe diese Kamera seit 3 Jahren. Die Speicherkarte ist am Arsch. Da kommt jedes Mal, wenn ich irgendetwas aufnehme, wie Schrittgeschwindigkeit konnte nicht überprüft werden. Und dann beendet das die Aufnahme. Dann kam eine Frage wie, ey, hast du dich eigentlich mit ABK oder Dead Speaker vertragen? Und in diesem Moment ist meine Aufnahme abgekackt. Was habe ich gemacht? Ich habe mir selber die Frage gestellt. So, im Endeffekt habe ich das für euch getan, weil ihr das so oder so alle wissen wollt. Ja, da habe ich das nochmal nachgesprochen. Und das ist lustig geworden. Langsam guck ich mir den an, einfach um Lachen zu schieben. Ja, Speicherkarte ging nicht. Also ich habe das aufgenommen, dann war das auf einmal weg und dann habe ich das nochmal mir selber zugeschickt. Aber die Frage gab es ja wirklich. Keiner interessiert sich für dich, Junge. Leute gucken nicht nur, wenn ich ein Video über dich mache. Er trinkt Stone Island, dies, das, hat einmal Rolex am Arm. Aber hat nicht 3 Euro für Speicherkarte. Schreib mich mit dich, Geld, der Speicherkarte war kaputt. Sag mal, ich rede jetzt aus YouTuber-Perspektive. Sag doch im Video, ja, ey, Leute, meine Speicherkarte war kaputt. Ich habe einen Snap nicht aufgenommen. So, wie ich das machen würde. Ich würde dann sagen, Leute, Speicherkarte war kaputt. Spendet mir Geld für eine neue Speicherkarte. Aber in dem Snap wurde das und das gesagt. Fertig. Komischerweise, eine Speicherkarte geht nur kaputt, wenn du Snaps aufnimmst. Junge, du kannst doch dann einfach dieses Screen Recording machen von Handy. Ganz einfach, ohne Probleme. Erst 2 Wochen später geht er auf diese Snap-Sache ein. Ich weiß, warum erst 2 Wochen später. Weil er mit seinen Freunden da saß, so 5 Sonderschüler bestimmt, die sich einen Plan gemacht haben. Was kann man denn sagen? Wenn du eine Speicherkarte brauchst, gar kein Problem. Hier, ich gebe dir einen. Ah nee, das ist die mit der Schlägerei drauf. Die kriegst du nicht. Aber warte, was ist da noch drinne? Oha. Hä? Warte mal. Ein Brief von der Staatsanwaltschaft. Ermittlungsverfahren. Aber kann ja auch sein, dass deswegen was ganz anderes ist, dieser Brief. Man weiß es nicht, ne? Ich habe ja nicht nur auf YouTube Probleme. Montag werdet ihr erfahren, ob ich die angezeigt habe oder nicht. Ich habe euch ja damals gesagt, dass ich einige Semester lang an einer guten Uni Jura studiert habe. Obwohl ich abgebrochen habe, liebe ich es trotzdem noch, Fälle zu lösen. Dann, Lefrauk und ich haben mehr Kontakte in Stuttgart als du. Der einzige Kontakt, den du hast, ist vielleicht der Kontakt zu dem Geist auf deinem Dachboden. Junge, hör auf zu labern, Digga. Hör auf mit die Schappe-Kontakte da. Wen interessiert das, Mann? Jeder Mensch hat irgendwo ein paar Kontakte, kennt ein paar Leute. Aber was hat denn das jetzt hiermit zu tun? Willst du jetzt damit wieder indirekt drohen? Du, ABK hat ja gesagt, ich hätte dich psychisch behindert gemacht. ABK ist ja dein Vater. Aber was hat denn damals dein Vater gemacht, BK? Was hat denn dein Vater damals gemacht? Er hat dich doch auch psychisch behindert gemacht, oder nicht? Aber mittlerweile habe ich mehr Videos über Beke gedreht, in denen ich ihn in Schutz nehme, als Videos, wo ich Lachkick über den schiebe. Vor allem die Lachkicks, die ich über Beke schiebe, die findet er sogar selber lustig. Das ist wie wenn ich nur ein Lachkick-Video über Bibis Beauty Palace mache oder über Shirin. Die lachen selber, finden das selber witzig. Das ist nicht sowas wie bei dir. So, und dann kommen wir mal zu diesen ganzen YouTuber, die sich jetzt in diese Sache einmischen. Lan, was habt ihr damit zu tun? Ihr kleinen Fotzen, was habt ihr damit zu tun? Was war damals, als Ali Haki meinen verstorbenen Vater beleidigt hat? Du hast darüber über 10 Videos gemacht. Du hast dich einfach da eingemischt. Andere YouTuber haben auch darüber Videos gemacht. Sollen die machen? Sollen die ihre Meinung dazu sagen?
YouTube ist eine Plattform, jeder kann ein Video machen, jeder kann darüber reden, sollen die machen. Aber dann kommst du, ja, ihr mischt euch alle da ein. Bei dir darf sich keiner einmischen, ne? Aber bei mir, wo es noch sogar so ein richtig krasses Thema war, wo man sich wirklich denkt, ey, da sag ich lieber gar nichts zu, mischst du dich ein, machst sogar 10 Videos darüber. Und vor allem hat mir damals sogar dein Kollege, beziehungsweise der Junge, der uns angegriffen hat, auf Instagram geschrieben, dass ich irgendwie meinen verstorbenen Vater verkaufen würde. Ey, an alle, die das sagen, seid ihr eigentlich behindert? Als ob ich damals zu meinem Vater gesagt hätte, ey, stirb mal, damit ich bald über dich YouTube-Videos machen kann. Wenn ich meine Kamera und meinen Laptop ausmache, ist mein Vater auch nicht da. Egal wie viel Geld ich jemals mit dieser ganzen YouTube-Scheiße verdienen werde, meinen Vater bekomme ich dadurch auch nicht zurück. Macht er dann so traurige Musik unter den Videos? Junge, soll ich Disco-Musik darunter machen oder was, wenn ich über so ein Thema rede? Wenn ein Rapper über etwas Trauriges rappt, dann macht er doch auch eine traurige Melodie drunter. Wo ist euer scheiß Problem, alle? Und Lil Junkie, weißt du was? Du bist doch viel schlimmer geworden als diese Person, über die du 10 Videos gemacht hast. Und weißt du, was jetzt kommt? Jetzt wirst du vielleicht sogar viel tiefer fallen als die Person, über die du 50 Videos gemacht hast.